Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: Shadow of the Phoenix. Ja, dieses Mal haben wir etwas Ruhe. Zum Glück. Ich glaube, ich werde noch mal fünf Elfenarbeiter erstellen und sie da oben Linia sammeln. Ja, weil irgendwie komischerweise die Gegner wollen gerade nicht viel von uns wissen, habe ich das Gefühl. Jedenfalls die Mumien hier und hier nicht. Und ich denke, dass Lenia da oben ist weit genug ab vom Schuss, dass die Mumien Gegner uns hier ignorieren. So, während wir darauf warten, dass hier unsere Nahrungsversorgung läuft. Dass wir auch die Titanen upgraden und rufen können. So, ihr einen Linia-Sammler hier oben. Ja, und mein Holzmangel hat sich mittlerweile erledigt. Ja, die hier sind noch die einzigen, die gerade ein bisschen nerven. Gebt das Zeichen! Befehlt! Wobei scheinbar auch noch Mumien aktiv werden. Also ja, Steine haben wir mehr als genug. Da werden wir, glaube ich, nicht mehr so viele brauchen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Neue Fähigkeit verfügbar. Dann rufe ich schon mal den Titan. Oh, du watschelst in die Richtung. Hier ist Wasser und keine Ahnung, ob es hier weitergeht oder hier weiter. Ja, ich dachte, man könnte vielleicht was an den Umrissen erkennen, aber leider nicht ganz so gut. So, wir haben jetzt das Lenia für den Titan noch.
Ich muss also jetzt in erster Linie auf Lenia warten. Habe ich eigentlich in der Schule der Alten... Ja, das Upgrade habe ich bereits ausgeführt. Das würde zu viel Lenia kosten, deswegen lassen wir das. Wir brauchen nämlich das Lenia für die Fernkämpfer. Weil ich habe irgendwie lieber Windschützen als Wanderin. Und ja, Druidinnen. Mit ihrer Heilaura. Okay, wir können jetzt nochmal ins Hochgehen mit der Bevölkerung. Als nächstes unsere beiden Belagerungs-Units. Ist halt etwas seltsam, dass sie das so gemacht haben mit irgendwelchen magischen Belagerungseinheiten, abgesehen von den Zwergen, dass sie da neue Fähigkeit verfügbar. Gebt das Zeichen. Unterwegs. Das sind einfach nur Einheiten Gebiet mit sichern. Großen Hämmern. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Mein Bogen rasch für die Rune. Bereit für den Kampf. Ja. Alles klar. Gut. Das Lager hier oben wird etwas schwieriger werden. Elends Segen. Ich höre. Weil hier unten ist wirklich nicht viel. Hier oben ist wirklich etwas mehr. Es sind da auch zwei Krypten. Ich würde aber halt allerdings ernst wirklich die da unten loswerden. So, jetzt warten wir auf die Nahrung und auf das Lenia. Zur Stelle. Schon unterwegs. Sind wir mal mutig. Sofort. Auf mein Kommando. Mir nach. Mir nach. Den alten Mann haben wir hier oben gelassen. Das ist okay. Weil die Nahrung haben wir bald zusammen. Das heißt, hier wird... Ach, hier ist schon ziemlich abgeerntet worden. Deswegen kriegen wir gerade so viel Nahrung. Gut, weil hier und hier so... ist alles abgeerntet. Und ja, ich habe mal gespickelt, wo man überall noch Schädelmünzen herkriegen kann. Ich weiß echt nicht mehr, wie viele ich hatte. Müsste ich mal in einem der Videos nachgucken. Also ich weiß, eine kriegt man noch im Kolosseum für den letzten Kampf. Eine könnten wir auf der letzten Map übersehen haben. Haben wir wahrscheinlich auch. Und eine müsste ich in Empyria klauen. So, die Nahrung haben wir. Das heißt, es ist jetzt Zeit für Druidinnen.
Erwarte euer Kommando. Mein Bogen für die Rune. Und ja, mit dem nächsten Upgrade gibt es mehr Paladine. Weil alles, was uns hier wirklich entgegengeworfen wird, sind Untote. Selbst die eisernen 10 Yards Untote. Aber gut, ja, die Nahrung wird jetzt wieder etwas brauchen, bis wir den nächsten großen Schub haben. Einfach deswegen, weil... sie frisch anbauen müssen. Wir kriegen zwar immer noch langsam durch das Nahrungslager, aber... viel ist es ja jetzt wirklich auch nicht. Beeren müssen wir auch erst warten, bis sie nachgewachsen sind. Ja, da stehen halt 3 Krypten. Mein Bogen für die Rune. Ich höre. So. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Auf eilenden Schwingen. Augen offen halten. Ganz ehrlich, für die eine Krypta hier unten brauchen wir jetzt nicht unbedingt das Abrisskommando. Was machen die ganzen Wildschweine da oben auf dem Hang? Hier könnte ich sogar fischen, wenn ich wollte. Aber es ist alles ziemlich unnötig. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Auf eilenden Schwingen. Geht weg. Mein Bogen für die Rune. Geht weg. Wohin soll ich gehen? Ja. Mein Kleid wurde verletzt. Ihr habt gerufen. Jawohl. Alles klar. Befehl verstanden. So, Max. Alles klar. Gucken. Ja. Und los. Der Greif wartet schon. Der Greif wartet schon. Auf eilenden Schwingen. Der Greif wartet Hierin schon. Hierin, schenke uns günstigen Wind.